schon an der Kleidung an. Well, hat es ja auch für Gentlemen. Kommt näher, Freunde. Darf man fragen, wer ihr seid? Well, wir sind Diamantenhändler. Oh, wonderful! Diamantenhändler! Endlich jemand, mit dem ich mich unterhalten kann! Please, Gentlemen, sit down! Sit down! Diese Gentlemen werden sehr müde sein. Ja, wir sind sehr müde. Ja, wirklich. Ich glaube, ich schlafe gleich ein. Well, das sollte kein Problem sein. Können wir bei Sir David ausruhen? Möchte mich nur kurz mit Ihnen über Diamanten unterhalten. Ich habe mich so auf diesen Augenblick gefreut. Jawohl, Sir David hat sich wirklich auf diesen Augenblick gefreut. Und ich bin gut vorbereitet. Na, das kann ja heiter werden. Gentlemen, was denkt ihr? Welche Art von Diamanten können wir hier finden? Finden wir hier eher Oktaeder oder vielleicht Romandonicaeder? What do you think? Tja, glaube... Was wollen Sie denn, Mr. Baker? Mr. Baker. Ich habe da nichts mit zu tun. Das ist eindeutig das Gebiet von Mr. Preston. Mr. Preston? Wenn ihr mich so fragt, ich denke, kein Verein? Yes, indeed! Denn wir werden die Holo-Ebris, Rumbo-Ebris in dir finden! Well then, I'm sorry. Good night, gentlemen. Good night, gentlemen. Good night. 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 Die scheinen uns ganz schön verladen zu wollen. Was meint ihr damit? Das sind keine Diamantenhändler. Das sind üble Handel. Really? Hat sie bereits bei Sarahs Haus getroffen. Dort haben sie sich als Viehtreiber ausgegeben. Na, und was wollen sie jetzt von uns? Na, wahrscheinlich euer Geld! Sir David, das bietet ihr nun jedem auf die Nase, ob es hören will oder nicht. Oh, these Rascals, wählen sie zur Rechenschaft ziehen. Jedes Last, mein Lieber. Ihr habt Cheese-Eisen dabei und den ganzen Wagen voll Munition. Ich werde ihnen jetzt eine Lehre erteilen, dass ihnen Hören und Sehen vergeht. Ich brauche dazu allerdings eure Hilfe. Was sollen wir tun? Mr. Grissom. Wir fahren in eurem Wagen voraus, ja? Und, schirrt das Pferd der Halunken aus. Diese Arbeit hier kann ich nicht erfüllen. Ja. Sir David! Ihr müsst in der Zwischenzeit den Mormonen ablenken. Der steckt nämlich mit den Halunken unter einer Decke. Really? Yeah! Könnt euch auf mich verlassen? Oh je. Excuse me, sir. Sir Mormone? Ja. Oh, Sir David, ihr seid es. Kann ich euch mit meinem Rat beistehen? Ich hoffe es, Mr. Burton, ich hoffe es. Ich habe nämlich ein großes Problem. Vertrau dich mir an, mein Sohn. Ja! Wie ihr wisst, bin ich ja nach Good Old America gekommen, um nach Diamanten zu suchen. Ich weiß, mein Sohn. Ja, aber jetzt brauche ich gar nicht mehr nach den Diamanten zu suchen, weil ich weiß, wo ich sie finden kann. Was? Ja, ich habe einen Freund. Und dieser Freund hat von einer alten Indien einen Plan bekommen, in dem drin steht, wo man die Dinge in Diamanten finden kann. Ich habe meinen Freund den Plan abgekauft für 50.000 Pfund. Bevor ihm jedes Geld geben konnte, ist er gestorben. You understand? Ja, mein Sohn, ein schweres Schicksal. Wo ist der Plan jetzt? Ich trage ihn immer unter meine Herzen. So, mach dir keine Sorgen, dort ist er gut aufgehoben. Und falls du wirklich einmal Diamanten finden und dein eigen nennen solltest, so kannst du dieses Geld mir
Tobias Freisegott-Gölten, dem Missionar der Heiligen der letzten Tage, geben. Und alle Schuld ist von dir genommen. Aber seid